Laura, He-Mans Zwillingsschwester und Verteidigerin von Crystal Castle. Dies ist Spirit, mein geliebtes Streitross. Sagenhafte Geheimnisse wurden mir offenbart an dem Tag, als ich mein Schwert hochhielt und rief: Für die Ehre von Grayskull! Nur wenige teilten mein Geheimnis. Unter ihnen sind Life Hope, Madame Raz und Kaul. Ich und meine Freunde von der Life Rebellion, wir versuchen zusammen Etheria von den bösen Mächten Hordax zu befreien. Beeilt euch, Kinder. Unsere Schule hat heute zwei besondere Besucher. Kinder, ich möchte euch gerne Edora und Bo vorstellen. Sie sind gekommen, um uns etwas über die Hordes und die Rebellion zu erzählen. Vielen Dank, Serena. Ah, ich weiß, man hat euch erzählt. Cory, schon wieder zu spät. Tut mir leid. Bitte entschuldige die Unterbrechung, Edora. Fahr fort. Eure Lehrerin hat euch sicher schon erzählt, dass Etheria nicht immer von den Hordes regiert wurde. Bevor sie kamen, war dieses ein schöner, friedlicher Planet. Das ist nicht wahr. Cory, bitte unterbrich nicht. Das macht doch nichts. Aber ich möchte darauf antworten. Es ist die Wahrheit, Cory. Die Hordes haben Etheria überfallen und nahmen uns unsere Freiheit, unsere Redefreiheit. Das ist eine Lüge. Die Hordes sagen, sie sind hierher gekommen, weil man sie eingeladen hat. Sie haben Frieden nach Etheria gebracht. Das ist eine Hordes-Lüge. Ich habe auch einmal ihren Lügen geglaubt. Hört mal, ich war nämlich auch ein Mitglied der Hordes, bis ich herausfand, wie sie wirklich sind. Oh, und hier sind sie schon. Wir kommen an einem anderen Tag zurück und erzählen euch mehr Wahrheiten. Man hat uns berichtet, dass du Lügen über die Hordes verbreitet hast. Hier berichten wir nur die Wahrheit. Von jetzt an wird nur noch aus offiziellen Hordes-Büchern gelehrt. Was eure Bücher angeht... Die sind nur für eines gut, zum Verbrennen. Oh nein, bitte nicht! Oh nein, ihr lasst Edora und Bo entfliehen? Was? Da laufen sie! Hey, ihr Rebellen, stopp! Tu immer gerne jemandem einen Gefallen. Gib mir mal einen großen Stoß. Hier kommt ein kräftiger Schwung. Ich werde dich aufhalten. Du kannst die Hordes nicht an der Nase herumführen. Lass mich runter! Später. Ich habe mir schon immer einen Partner für meine Trapeznummer gewünscht. Lass mich runter! In Ordnung. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt. Lass uns runter! Schönen Rutsch nach unten. Und grüße Hordak schön von seinem Ex-Kampfhauptmann. Seid gegrüßt, Leute des Nordlandes. Wir sind gekommen, um euch von den bösen Büchern der Rebellen zu befreien. Applaus! Applaus! Danke euch, meine Freunde. Um der Verbreitung weiterer Lügen über die großen Hordes Einhalt zu gebieten, sammeln wir alle Bücher ein.
Ich wiederhole, alle Bücher. Ihr werdet sie alle morgen hierher auf den Marktplatz bringen. Weiterhin ernenne ich einen neuen Lehrer für die Schule. Dies ist Tang. Es leben die Hordes! Guter Junge, ich werde mich später mit dir unterhalten. Mein Leutnant, der den Befehl über die Buchsammlung führt, wird Rattler sein. Hast du den Leuten irgendetwas zu sagen? Rattler sagt, ihr sollt tun, was euch befohlen wurde. Oder es wird euch leid tun. Sag mal, junger Mann, möchtest du vielleicht gerne ein Hordes-Spion werden? Gern, was müsste ich tun? Nach Verrätern und Rebellen Ausschau halten. Geheime Nachrichten übermitteln. Toll! Mit diesem Sender schickst du deine Berichte an Tang, ja? Ja, Sir! Das sind meine Bücher! Gib sie mir zurück! Du kannst nicht gegen die Roboter kämpfen, Sarah. Komm heute Nacht in mein Haus, da habe ich einige Bücher, die wir lesen können. Und im Frühling, als alle Blumen in den Bergen blühten, war ganz Iteria ein friedlicher und glücklicher Planet. Dann fielen die Hordes ein und alles veränderte sich. Das ist die Wahrheit, Kinder. Gleichgültig, welche Lügen die Hordes euch erzählen. Nächste Woche lesen wir aus einem anderen Buch vor. Sie haben sich im Haus der Lehrerin versammelt und sie haben ein Buch. Oh. Was willst du hier? Das ist immer noch mein Haus. Ruhe, du bist verhaftet. Bring sie weg und verbrenn die Bücher. Sie haben die Lehrerin ins Gefängnis geworfen. Da bleibt mir nur eines übrig. Wer ist da? Ein Freund. Wir werden dich hier herausholen. Kümmert euch nicht um mich. Sagt mir, wie geht es den Kindern? Die sind sicher. Und nun tritt zurück. Und jetzt, Swifty, ziehe! Hält die Flieht! Vereise sie! Sturzflug, Swifty, nach unten! Und jetzt mal sehen, ob wir die Bücher retten können. Zeit zum Bücherverbrennen! Ihr werdet den Hordes nochmal dankbar sein, dass sie euch von diesen Lügen befreit haben. Verbrennt die Bücher! Wir sind zu spät, um die Bücher zu retten. Es tut mir leid, Serena. Ohne diese Bücher wird es nichts mehr geben, womit wir verhüten können, dass die Hordes den Kindern Lügen erzählen. Die Hordes sind in Wahrheit eure Freunde. Die Hordes wollen Frieden. Die Rebellen sind wirklich böse. Es sind Kriminelle, Banditen, Diebe und Räuber. Nein, das ist gar nicht wahr. Wer hat das gesagt? Steh auf! Ich sagte, steh auf! Ich habe das gesagt. Nein, ich habe es gesagt. Nein, ich habe es gesagt. Ich sagte es, ich habe es gesagt. Ihr kommt sofort wieder!
In Ordnung, ihr werdet schon sehen. Ich schicke euch alle in die Schule in der Freizone. Glaubst du, dass er das wirklich meint? Ich bin mir nicht sicher. Besser sagen wir es Edora. Ich verfolge zwei Rebellen zu ihrem Lager. Ihr wart sehr tapfer, hierher zu kommen und alles zu erzählen, Brian und Sarah. Glaubst du, die Hordes werden wirklich alle Kinder mitnehmen? Nicht, wenn wir etwas dagegen unternehmen. Die Rebellen wollen in die Stadt kommen und die Kinder retten. In Ordnung, danke, Cory. Wir werden sie erwarten. Bewohner des Nordlandes, der großzügige Horder kommt wiederum zu eurer Hilfe. Weil eure Schule nicht gut genug für eure Kinder ist, schicken wir sie in eine besondere Hordes-Schule. Jawohl. Nein, wir wollen nicht, dass sie in eure Schule gehen. Soldaten, räumt den Marktplatz! Nach einer Woche in der Freizone werden diese Kinder jede Lüge glauben, die wir ihnen erzählen. Wie ich schon meldete, die Rebellen können jeden Augenblick hier sein. Sehr gute Arbeit, Cory. Hilfe, Mami, Papi! Das klingt nach Ariane. Cory, lass nicht zu, dass sie mich mitnehmen. Halt! Du kannst sie nicht mitnehmen, sie ist meine Schwester. Hey, du musst meine Schwester loslassen. Wir müssen sie loslassen? Wer sagt das? Ich sage das, denn ich bin auch ein Mitglied der Hordes und... Du? Ein Mitglied der Hordes? Wir haben dich nur benutzt, Junge. Aber jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Du kannst mit den anderen Kindern gehen. Werf ihn in den Transporter. Nein, das könnt ihr nicht machen. Lass ihn, er ist nicht wichtig. Ein Mitglied der Hordes. Sie haben mich ausgelacht und angelogen. Jetzt kannst du mal sehen, wie die Hordes wirklich sind. Menschen interessieren sie überhaupt nicht. Aber die Rebellen sind anders. Sie werden die Kinder retten. Oh nein, die Hordes wissen ja, dass sie kommen. Sie haben ihnen eine Falle gestellt. Woher weißt du das? Weil ich derjenige war, der sie verraten hat. Wir müssen sofort Edora warnen. Die ganzen Soldaten stehen da vorn. Wir können durch die Hintertür in den Transporter einsteigen. Na gut, dann machen wir das. Die ist nicht abgeschlossen. Kommt mit. Da muss noch ein anderer Teil sein. Kommt weiter. Lass uns hier mal nachsehen. Schön, dich wiederzusehen, Edora. Gib die Kinder zurück, Hordak. Alles zu seiner Zeit, Edora. Jetzt, wo sie die Hordes kennengelernt haben. Du. Werft Edora ins Gefängnis. Ich will sie persönlich in die Freizone mitnehmen. Ich fürchte, wir haben verloren. Geh nach Hause, Cory, bevor sie dich hier sehen. Nein! In Ordnung. Schließt jetzt ab. Zeit, dass wir abfahren. Wer ist da? Wer bist du? Cory, was machst du denn hier? Ich will helfen. Es war mein Fehler, dass man euch gefangen hat. In Ordnung. Kannst du mein Schwert bringen? Ich glaube, ich habe es da draußen gesehen. Sei vorsichtig. Vielen Dank, Cory. Du warst sehr tapfer. Aber jetzt wird es Zeit, dass du nach Hause gehst. Och, kann ich nicht noch weiterhelfen? Am meisten kannst du uns helfen, wenn du jetzt nach Hause gehst und dich um deine Familie kümmerst. In Ordnung, Edora, wie du meinst. Für die Ehre von Grayskull! Shiver, 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 shiver.
werde ich mal ein paar Dinge wieder in Ordnung bringen. Ich kann sie so nicht aufhalten. Ich könnte dabei die Kinder verletzen. Hey, was ist denn jetzt los? Muss wohl eine Abzweigung sein. Rechts ab! Hey, das ist eine Sackgasse. Der Weg führt nicht weiter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Fahr lieber rückwärts. Überraschung! Endhaltestelle, Jungs! Es ist Shira. Rückwärts, schnell! Alarm! Alarm! Wir werden von Shira angegriffen! Rückt alle aus! Wir können die Türen nicht öffnen! Wir sitzen fest! Oh. Shira, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Freut mich, hier zu sein. Aber wir müssen etwas gegen Tang unternehmen und Rattler und die anderen Soldaten. Nein, nein, sie hat es schon wieder getan. Shira hat aus den Hordes einen Haufen Dummköpfe gemacht. Aber sie hatte es dabei nicht mit mir persönlich zu tun. Aber jetzt wird sie es. Oh, oh, Hordak. Und wenn die Rebellen sich nicht ergeben und ihr mir nicht eure Kinder zurückbringt, werde ich eure Häuser zerstören und eure ganze Stadt. Wir werden sie dem Erdboden gleich machen. Und nun ein kleines Beispiel dafür. Swiftwind! Hier bin ich, Shira. Lass uns fliegen und etwas Wasser suchen. Da ist, was wir brauchen. Aber worin willst du das transportieren, Shira? In einer großen Schüssel. Wir brauchen mehr Hilfe, um das Feuer zu löschen. Oh oh, hier kommt Ärger. Hier kommt Regen. Ich verschwinde besser von hier. Oh, warum muss immer mir das passieren? Aber eines Tages, Shira. Entschuldigt den Überfall, Jungs. Fangt sie, greift sie euch, bewegt euch. Wenn du nichts dagegen hast, behalte deine Zunge für dich. Das ist überhaupt nicht komisch, Shira. Mach mich los, los. Nun, das nenne ich mundfaul. Was ist denn mit denen los? Rost. Der Regen hat die Roboter rosten lassen. Du hast den ganzen Spaß verpasst, Dora. Ich bin sicher, du warst ganz hervorragend, Bo. Nun, ich war wirklich ganz gut. Aber natürlich hat Shira auch mitgeholfen. Sieht so aus, als ob die Hordes von den Leuten zusammengekehrt werden und mit Hordak in die Freizone zurückgeworfen werden. Ich wette, er wird sich eine lange Zeit hier nicht sehen lassen.
Du bist ein ganzer Held, Cory. Es tut mir leid, dass ich so viel Schwierigkeiten gemacht habe. Ich kannte ja die Wahrheit nicht über die Hordes. Das kommt sicher daher, weil ich nicht richtig mitgelesen habe. Ich wäre gern dein Freund, wenn du willst. Ich auch. Sollen wir dir beim Lesen helfen? Hey, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Hallo, hier bin ich, Loki. Habt ihr mein Versteck gefunden? Falls nicht, sucht noch einmal. Seht ihr mich? Hier bin ich. Wisst ihr, manchmal weiß man Dinge nicht zu schätzen, bis sie einem dann weggenommen werden. Nehmen wir zum Beispiel Bücher. Es wäre doch schrecklich, wenn die einem weggenommen würden. Frei zu sein, alles zu lesen, was wir wollen, ist ein Recht, das wir nicht verlieren dürfen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.